Können wir hier hin? Herum? Da liegt was auf dem Boden. 100 Gold erhalten. Ich wusste doch, irgendwo in dieser Stadt müssten wir irgendwas aufgreifen können. Alles andere hätte mich auch schwerstens deprimiert. Wobei ich eher gedacht hätte, dass wir hier in der Rumpelkammer was finden. Was sagst du nochmal? Wie hieß du eigentlich? Beaver. Bitte geh Fell suchen. Ja, wir gehen Fell suchen. Du stehst hier neu, oder? Phil, ja, den habe ich heute Nachmittag gesehen. Er hat einem Mann, der da drüben auf der Bank schlief, das Gesicht angemalt. Dann ist der Mann aufgewacht und hat ihn weggejagt. Weißt du das? Weißt du, wenn ich nichts zu trinken kriege, werde ich zum Wolf. Also gib mir schon 100 Goldstücke. Ich habe dir doch schon gesagt, du kriegst keinen roten Heller. Wenn ich zum Wolf werde, ist das kein schöner Anblick. Dann raste ich aus und lege die Stadt in Schutt und Asche. Mach das nur. Geld brauche ich dringender als diese Stadt. Ach Mann, wie herzlos. Du bist ein schrecklicher Heuchler. Nenn mich, wie du willst. Verflixt. Hä? Hey Kleiner, du kommst gerade rechtzeitig. Ich bin völlig blank. Mir steht das Wasser bis zum Hals. Hast du ein bisschen Kleingeld für mich? Na komm. Was? Wirklich? Heute ist mein Glücksrad. Fragen kostet eben nichts. Juhu, ab in die Kneipe. Ich habe jetzt was Geld. Heute Abend wird gesoffen. Jawohl. Na ja, gut. Ich sag euch, ich habe die besten Waren in der Stadt. Tretet ruhig näher und schert keine Dings. So. Den haben wir schon. Den Eichenstock haben wir noch nicht. Den Bogen haben wir auch schon. Das heißt, wir kaufen das. Nein, 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 nein. Und wir kaufen einen Eichenstock. Und wir kaufen das Schwert. Wobei, wie viel bringt denn das? Leuchtet er irgendwann auf? Maßgeschneiderte Sachen. Ich guck mal ganz kurz einmal Statusinfo. Und wir haben jetzt 107. Können aber vergiften. Bei dem anderen hätten wir halt 113. 5 mehr oder so. Ne, 6 mehr sind das dann. Na, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Warte mal. Frederik kriegt einen neuen Stock. Das hat sich ja richtig gelohnt, dass er sich den einen da gekauft hat. Genau, du kriegst das. Reden wir nochmal mit dir. Objekt kaufen. Volle Plattenrüstung. Schwere Ganzkörperrüstung. Er verhindert einen starken Träger. Na, finde ich nicht so gut. Ihr gebt das tatsächlich zweiteilige Jacke, reduziert Gift. Gibt es noch was, was sie tragen kann? Nein. Dann kriegt sie eine Doppeljacke. Verlängert Taktikzeit. Sehr aufwendige Kleidung. Gibt viel mehr Abwehr. Nee. Nee. Nee, nee. Ich behalte die Sachen so. Außer Viola, da ziehe ich jetzt ihr neues Gewand an. Gut, dann nochmal ganz kurz hin und Sachen verkaufen. Objekte verkaufen. Ja, und den Taktstock, den haben wir auch gerade erst gekauft, ne? Das ist ja toll. Naja, wir fahren ja wie blöd. Gut, jetzt gehen wir nochmal in die Kneipe und fragen den Typen nach Phil. Phil? Oh, wisst ihr, wo der Kunde hin ist, der eben da gesessen hat?
Phil hat dem alten Mann einen Streich gespielt und er hat sich sehr geärgert. Bestimmt kann er euch was sagen. Ach mein Gott. Schade. Nee. Ich soll euch mal von meinen Sorgen und Nöten erzählen. Was soll ich lieber nicht? Seid ihr auch ganz sicher? Ein Mann namens Tuba arbeitet für Graf Walzer. Das ist so ein Schlägertyp. Mit dem gibt es laufend Ärger. Neulich kam er her und hat sich vollgesoffen und dann die Tische und Stühle zerschlagen. Und dann beschwert er sich ständig. Ich wünschte, er käme gar nicht mehr her. Phil, keine Ahnung. Im Moment ist mir das auch egal. Mein Leben steht sozusagen am Scheideweg. Wusstet ihr, dass die Grenze... Ja, das hatten wir schon. Hiervon könnt ihr 100 Gläser trinken. Komm her. Ich bin nicht zum Wolf geworden, zu unserem großen Tiger. Toll, hat uns das gar nichts gebracht, dass wir dem was gegeben haben. Hat irgendwie immer noch nichts gebracht. Gut, also der Opa, der hier saß. Wo ist der Opa hin? Wo kommt... Ist da jemand? Ich bin verwirrt, weil es sah gerade so aus, als würde da jemand sitzen. Sah auch nur so aus. Ach, bist du das? Rülpsen tue ich jetzt nicht. Phil? Ach, der. Ja, jetzt kann er auf einmal klar reden. Das ist der kleine Schinge, der mir im Gesicht rumgemalt und meinen Schönheitsschlaf gestört hat. Aber ich habe einen schwarzen Gürtel in Judo. Als er fast fertig war, hat sich mein sechster Sinn gemeldet und ich bin aufgewacht. Bestimmt hat ihn mein zorniger Blick verschreckt. Er ist so schnell abgezischt, dass er seinen Pinsel vergessen hat. Also da scheint Phil nicht reingefallen zu sein. Und jetzt... Wir bauen diesen Zaun, um die Kinder von der Klippe fernzuhalten. Bleib weg von der Klippe, das ist gefährlich. Wir haben mit irgendjemand noch nicht geredet, weil ich meine, wir müssen zur Klippe und Phil von da holen. Fragen wir dich nochmal. Mein Blick kann nämlich fürchterlich sein. Ich habe mal einen Drachen durch bloßes Anstarren getötet. Wer... Phil... Ach ja, ich bin hinter ihm hergerannt, um ihm ein paar warme Worte zu sagen. Aber er ist flink wie ein Diesel. Alle Achtung. Kurz vor der Klippe habe ich ihn aus den Augen verloren. Den braucht ihr nicht mehr zu suchen, der ist längst weg. Kommt da noch was? Aber ich glaube nicht, dass er zur Klippe gelaufen ist. Frag doch mal die Leute, die dort den Zaun bauen. Ja, ich hab's befürchtet. Oh. Hey, in Mülltonnen findet man immer Schätze. Pfui, Deibel, ich habe immer Schleimiges gefasst. Ich würde jetzt sagen, hat jemand reingekübelt. Was? Auf den Klippen könnte ein Kind sein? Na schön, dann geht mal nachsehen. Ein Schuh. Hey. There's something on the ground. It looks like a kid's shoe. Wait a sec. Do you think he could have fallen off the cliff? Und das überlebt haben? Das ist die große Gretchenfrage. Naja, wir gucken mal, ob hier irgendwas ist. Ah. Was für ein herrlicher Sonnenangang. Für Beal wäre das ein perfektes Motiv. Er wäre begeistert. Den hast du doch bei dir. Oje, hier muss man aufpassen, dass man nicht abrutscht. Ja, sehr gefährlich. Gut, dann klettern wir mal hier ab. Hier hinab. Und kommen in ein neues Gebiet.
müssen wir tatsächlich noch Kinder retten, bevor wir hier weiterkommen. Das Sando-Klippen. Dann wollen wir mal hier runter. Hui. So. Und ums um und uns umsehen. Also irgendwie gerade. Schon wieder geht gerade mein Sprachgebrauch flöten, wollte ich eigentlich sagen. Okay, dann springen wir hier anscheinend runter. Tatsache, springen wir wieder hoch? Nein. Wir wollen aber erst hochklettern, weil ich gesehen habe, dass da definitiv. Oh, sehr schöne Hochkletteranimation, genau eine Kiste steht. Und da ist natürlich wieder irgendwas drin. Was wir es gerade nicht hätten kaufen brauchen. Nee, ein Blasstrohhalm. Ich glaube das alles nicht. Oh, warum sehe ich in allen irgendwelche sexuellen Anspielungen? Ich bin doch schon 25. Und trotzdem bin ich ein Kindskopf. Das ist unglaublich. Ja, dann wollen wir mal hier runter. Immer weiter, immer tiefer oder was auch immer. Was bist du? Unsichtbare Mauer. Noch wie üblich. Gehen wir mal hier hinten her. Und eine Fledermaus. Hallo, Fledermaus. Just watch this. Ja, ja, ja. Shadow Assault! Did I make your eyes spin? Ja, das war nicht schlecht, würde ich sagen. Top, top, jump, coup de grâce. Oh, war das peinlich jetzt gerade. Hüftschwung, ich glaube das alles nicht. Dieses Spiel, ne? Es macht mich fertig. Ach ja. Was zur Hölle? Più grave. Gottes Namen, also merke, die Teile dürfen nicht in den Schatten. Das ist ja widerlich. Hier wieder springen. Ja, anscheinend, aber wir klettern erst hier runter. Weil dann gibt es hier bestimmt eine Kiste. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Oder man springt dann von da hier hin. You foolish creatures. Ja, da steht auf jeden Fall ein alter Mann, mit dem reden wir gleich mal. Did that scare you? Yo! Coup de grâce. Now you will sleep. Den haben wir jetzt in den Schatten gehauen. Nee, doch nicht ganz. Shadow Assault! Pretty good, huh? Ja, das hat mich gerade schon ein bisschen erschrocken, dass es auf einmal so groß wurde. Naja gut, dann klettern wir doch nochmal hoch und springen dann die beiden Dinger da runter. Wir kommen anscheinend eh hier runter. Los, schneller Retto. Kletter aus den Ärmchen und ohne Beinchen. Das ist... Na, Also ich hätte das nicht gekonnt. Ich glaube auch daran, dass mir ein Muskel im linken Arm fehlt. Da kann ich mich eh schlecht runterziehen. Beziehungsweise hochziehen an irgendwelchen Dingen. So, was hast du uns? Hier kommen nicht oft sehr Leute her. Ich bin der weise Guru des Gipfels. Was ich sehe, eure Augen sind voll Zweifel erfüllt. Die Jugend von heute ist so desillusioniert. So geht das aber nicht. Ihr müsst aufgeschlossener werden. Wir haben eure Herzen rehabilitiert, indem wir eine Session abhalten. Ja, meinetwegen. Das klang jetzt auch grässlich.
Derzeitiger Rang F wahrscheinlich oder so. Ja. Ist ja in Ordnung. Das war ein Trauerspielsöhnchen. Ja, wir haben halt noch keine anderen. Also, wir müssen anscheinend irgendwann hierher zurück, wenn wir mehr Partituren haben und mit ihm dann spielen, was das Zeug hält. Ist hier was? Können wir hier springen? Nein. Okay, Zone 2. Springt er darüber? Sehr gut. Ich freue mich schon, wenn das alles wieder hochklettern. Oder vielleicht wird das ja geskriptet gelöst. Das wäre natürlich immer. Also so richtig gut. Da ist nichts. Hier geht's runter. Aber hier geht's auch rüber. Und dann kann man da springen. Das heißt, ich mache jetzt erst wieder die Seil-Action. Weil ich hätte dann doch gerne alle Kisten. Ja, an denen läuft man halt schlecht vorbei. Wobei ich sagen muss, dass ich halt vorhin schon an, glaube ich, einer Kiste vorbeigelaufen bin. Müssen wir jetzt hier hinten durch? Ja, Tatsache. Höllensenf. Ich glaube das nicht. Höllensenf haben wir jetzt gefunden. Okay. Dann wollen wir wieder hoch. Dam da dam da dam da da dum di da dum di da dam di dum di dum di da dum di dam di da. Ach ja, und was mir noch alles für tolle Laute einfallen. Lö 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 lö. So, haben wir das hinter uns. Für Höllensenf. Ich glaube, das heißt nicht. So, und von hinten. Don't get cocky. You're going down. Und bam! Did that scare you? So gut, so richtig. Coup de grâce! Now you will sleep. Und jetzt ist Polki dran. Komm schon, Polki. Da ist er vorgeschlagen. Okay. Ja, ist okay. Muss ich nicht verstehen, sag ich mal so. Wir sind jetzt hier weiter. Hallo, ich dachte, wir können jetzt hier springen. Anscheinend nicht. Hallo. Oder geht es zur anderen Richtung weiter? Nee. Hä? Wieso geht's hier nicht weiter? Will das Spiel verarschen? Ah, da. Ach, da ist so ein. Ach, den Pömpel habe ich gar nicht gesehen. Der war fies. Also fand ich jetzt. So, teste ich jetzt erst hier. Ja, hier kann ich springen. Gut, das heißt, ich muss jetzt erst hier runter. Ach ja. Wobei ich hätte auch da springen und da springen können anscheinend. Gut, dann will ich wieder hoch. Dann springen wir und gucken, ob es da vorne noch eine Kiste gibt. Ja, ja. Ich will ja nicht, dass wir irgendwas auslassen. Nee, aber hier gibt es noch was extra zum Runterklettern. Und hier gibt es eine Kiste. Ja, das ist doch erfreulich. Und hier gibt es eine Silberkette. Was kann man mit einer Silberkette anstellen? Noch mehr Abwehr. 90, 87, 83... Immerhin 90, ne? Das ist. Geben die einfach mal dem lieben Herr Retto. Da Viola gerade nicht in unserem Team ist. So, hier hoch und dann hier runter. Hep. Haben wir das auch geklärt. Sehr schön gemacht, aber dann ja richtig schön. Ich habe übrigens letztens mit großer Freude einen Riesenschwung an Formspring-Fragen beantwortet. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, egal zu welchem Thema, stellt sie mir auf Formspring, da werde ich das beantworten. Oder halt auch per YouTube-Nachricht, wie ihr möchtet. Nur halt Formspring, dann kann halt jeder eure Frage lesen und dann brauche ich einige Sachen nicht doppelt beantworten. Weil ich die ja dann schon auf Formspring stehen habe. How pitiful.
You soulless creatures. Wobei ich mir vorstellen kann, dass ich auch trotzdem dann auf Fragen doppelt gestellt bin. Ich bin einfach zu dumm. Now you will sleep. So, verhauen. I'm not gonna lose. Und wir haben eine gefallene Feder erhalten. Ist ja schön. So, wie sieht es jetzt hier mit dem Verhältnis aus? Viola braucht nur noch 2000. Die ist trotzdem noch im Vorsprung. Das, obwohl sie gerade nichts macht. Das ist der Wahnsinn. Ja, dann lassen wir das so. Und Beat, das ist halt Beat. Wir können ja mal... Nee, falsch. Dort. Okay, lohnt es noch nicht. Ja, weiterspringen, würde ich sagen. Gut, hier ist nichts, aber da vorne ist auch eine Kiste, die bemerken wir uns mal, dass wir gleich irgendwo hoch müssen. Gut, hier geht's nicht weiter, das heißt hier hinten rum.